Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, wir begrüßen euch nochmal zu einer Zeitreise und es geht gar nicht so weit zurück, es geht ins Jahr 2018. Ja, und wir waren mit unserem ganz alten Wohnwagen unterwegs und es ging nach Kroatien. Und auf diese Rundreise nehmen wir euch jetzt mit. Viel Spaß! Hier sind Melanie und Uwe und am liebsten auf Reisen. Aber da wir momentan unseren Van ausbauen und nicht auf Reisen sind, zeigen wir vorerst Ausflüge, Zeitreisen und Wanderungen aus der schönen Natur. Jetzt geht's los! Bei der Hinreise stoppen wir in Berchtesgaden und schauen uns den wundervollen Königssee an. Dann sind wir in Slowenien und es geht zur Grotte von Postojna. Die ist so groß, dass man mit der Bahn reinfahren muss. Unser nächstes Ziel ist die Stadt Ljubljana. Danach fuhren wir erstmal an die Küste, zum Relaxen, Baden und Flanieren. Uns überraschte Regenwetter, aber wir schauten uns trotzdem Rijeka an und sind von dem 350 Meter langen Fußgängertunnel beeindruckt, der aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. An der Küste ist es halt sehr windig, wie man an meinen Haaren sieht. Aber kurze Stops müssen trotzdem sein.
Und dann sind wir an den herrlichen Plitvicher Seen angekommen. Genießt einfach die wundervollen Bilder. Wer übrigens gedacht hat, wir wären hier nur alleine gewesen, der irrt. An der Küste besichtigen wir Schibenek mit seiner wundervollen Altstadt, tollen Gassen und einem ganz fantastischen Nostalgie-Restaurant. Thank you.
Unser nächster Trip führt uns nach Zadar, eine Stadt, die die Grätsche zwischen Antik und Neu macht. Uns haben jedenfalls die Ausgrabungen sehr gut gefallen und auch die Kathedrale. Natürlich muss auch ein Ausflug zu den Krücker Wasserfällen sein. Auch hier sind wir nicht allein. Ganz verrückt geht es jetzt weiter, denn wir machen eine abenteuerliche Fahrt in die Berge. Es geht über extrem enge Dorfstraßen, bis wir dann letztendlich im Höhlenlokal im Stil von Fred Feuerstein angekommen sind. Man darf sich hier in Ruhe alles anschauen. Und dann bekommt man tatsächlich ein ganz tolles Essen. Unser nächstes Ziel soll Dubrovnik sein. Dazu befinden wir uns erstmal auf einem Campingplatz mit einem Strandrestaurant, was so halber über dem glasklaren Wasser schwebt. Dann geht es tatsächlich nach Dubrovnik, die für uns faszinierendste Stadt überhaupt. Man geht oben auf der Stadtmauer entlang, um die ganze Stadt herum, und kann die praktisch von oben besichtigen. Das dauert ganz schön lange, das sind glaube ich 2,5 Kilometer oder so gewesen, aber es lohnt sich. Es ist wirklich ganz, ganz toll.
eine Aussicht war hier schöner als die andere. Es gibt viele verwunschene kleine Plätze, die man entdeckt. Und man kommt sich ja ein bisschen vor, wie über den Dächern von Nizza, nur dass es halt Dubrovnik ist. Vielleicht gibt es hier die ein oder anderen Game of Thrones Fans, die hier so die ein oder andere Szene wiedererkennen. Oder vielleicht habt ihr auch so im Geiste den James Bond über die Dächer springen sehen. Dann müssen wir langsam die Rückreise antreten. Aber zuerst machen wir noch einen Abstecher zu einem Drehort von Winnetou und haltet euch fest, von wem wir dort in Empfang genommen werden. Und? Erkennt ihr es wieder? Ach so, wegen der Indianer. Zufälligerweise waren dort gerade Aufnahmen von Studenten für eine Abschlussarbeit. Zwischen Stopp in Rauers, Istrien, trafen wir noch junge Leute aus unserer Nachbarschaft und hatten einen lustigen Abend. Kroatien-Rundreise gefallen. Ja, vielleicht konntet ihr ein paar Ideen aufschnappen für eure zukünftigen Reisen. Dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, dann würden wir uns tierisch freuen. Ja, und ein Daumen nach oben wäre auch ganz nett. Und natürlich könnt ihr unseren Kanal auch kostenfrei abonnieren. Ja, und wenn ihr dann noch die Glocke betätigt, werdet ihr immer daran erinnert, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. So ist es. Dann würden wir sagen, bis nächste Woche. Ja, tschüss, bis nächsten Sonntag. Tschüss.